Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Let's Play-Folge von The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited mit eurem lieben, herzallerliebsten, zuvorkommenden, gütigen Gabro Asaro und ihm da, dem Nox. Hallo Nox! Hallihallo! Ja, hallihallo! Ach ja, Gott, diese ganzen technischen Probleme immer, ne, die rauben mir manchmal echt den Nerv. Falls immer die technischen Probleme. Ja, manchmal ernsthaft, weißt du, du machst das ganze Zeit immer so, wie du das gewohnt bist und, ja. Und auf einmal... Und auf einmal geht's nicht. Und ja von Technik, die begeistert, ja. Ich glaube, ich sollte... Ach, wir müssen doch... Wo müssen wir denn schon wieder hin? Ja, ein bisschen müssen wir laufen, aus der Stadt raus. Ach, da hinten so, hin, alles klar. Da hinten. Naja. Auf jeden Fall, falls euch das aufgefallen sein sollte, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, gab es ein, zwei Tonprobleme wieder, diesmal nicht von unserer Seite, sondern von dem Spiel. Ob das jetzt wieder gut oder schlecht ist, dass man unsere Stimme dann in kompletter, ganzer Tonlage, Tonfrequenz in dem Bass, in dem wir sprechen. Oh, guck mal, hier steht eine Rune, willst du die ansammeln? Was? Oh, ja. Rune! Alle Macht der Rune! Und, oh, jetzt habe ich es natürlich nicht genommen, ne? Ich voll Depp. So, alles. Jera Rekuta Uru, Errungenschaft freigeschaltet, der Epensammler. Ja. Der Epensammler. Okay, so. Wir müssen ja noch kurz rekapitulieren, was wir eventuell. Was denn? Hä? Ich habe hier gerade irgendwie einen Anker gehört, aber ich glaube, der wurde gerade vernichtet. Der hat gerade so ein Geräusch gemacht, ach weißt so, du? Ach so. Nochmal ganz kurz zur Info. Was ist denn nochmal so ein Anker? Oh. Ja. Hier läuft ein Gegner rum. Ja, ja, also, das sehe ich auch. Die Anker sind quasi transdimensionale Portale von den netten oder nicht so netten Herrn Molag Bal, der über diese Anker versucht, unsere Welt zu erobern. Was für ein einen sehen. Voll der Schuft. Was für ein Schwein. Schuft. Dementsprechend, wenn wir einen sehen, hauen wir ihn kaputt und alles ist gut. Das war eine der wenigen Sachen, die ich mal tatsächlich noch wusste. Aber vielleicht der ein oder andere Zuschauer, der jetzt vielleicht komplett neu sich in das Universum von Gabro und Nox begibt. Vielleicht er ja nicht. Ne? Deswegen ja. Eine der wenigen Sachen, die ich mal wirklich noch wusste. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir hier runter müssen. Ach, wir können ja mal vorbeilaufen. Nee, ja, da steht höher. Was ist denn da? Okay, wieder ein Quara-Skript. Ach, macht's. Ui. Es macht dann doch wieder irgendwie Spaß, hier durch die Gegend zu laufen. Was ist das? Ja, Gott sei Dank, die Viecher sind schon hinüber. Wieso denn Gott sei Dank? Ah, die sind, na okay, na wie war das? Die sind richtig fies, genauso wie die, ne? Ja, und Ballred, boah, furchtbar, schlimmer Gegner gewesen. Echt? Ja, der ist aber wir können mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie was Nettes rumliegen haben. Guck mal, da hinten sind noch, hier liegt ein Buch. Ja, ich, neues Buch, so. Entweder ich habe so starke Zauberkräfte, aber ich glaube eher weniger. So ein, so Buch. Du bist schon wieder hier, viel zu weit weggerannt. Ich habe mitgekämpft. Mitgekämpft, hier vorne liegt eins. Da war nämlich auch so ein, wie hießen die Viecher jetzt? Dreidra. Nee, nicht die Deidra. Deidra. Ich meine nicht der da. Hier diese Viecher. Wie hießen sie? Was habe ich gerade gelesen? Ein Droik. Ein Droik, siehst du, das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe gesagt Droik. Ja, ja. Genau das hast du getan. Ziemlich sicher. Scheiße, wir müssen nach oben. Ja. Wir müssen nach oben und sucht. Steht im stillen Wasser, genau. Genau, steht im stillen Wasser. Ich wollte schon sieht alle Farben, weil die ganze Zeit haben wir immer irgendwie sieht alle Farben suchen müssen. Ja, die haben wir ja schon gefunden. So. Gut, was haben wir da? Ach, das ist wieder ein Schröter. Mit denen haben wir doch inzwischen gute Erfahrungen gemacht. Auf jeden Fall. Oh, guck mal, siehst du das? Da kommt er runter. Lass uns hingehen! Na. Auch wenn ich glaube, dass das viel zu weit ist, oder? Nein, der ist doch hier vorne gleich, alles gut. Jawohl, hingehen und dann weiß ich nicht.
Und dann die... Ganz einfach. Läuft immer gleich ab. So, hier spawnen jetzt eine ganze Menge Viecher. Okay, das ist gut, das ist gut. Ja, cool. Die hauen wir tot. Okay, klingt alles sehr vernünftig. Wir sind ja schon ein paar unterwegs. Ja, genau. Hier am Rand sind diese komischen Schlüsselsteine, die wir dann... Schlüsselsteine am Rand? Ach hier, so die Dinger. Diese Raupendinger, die hier stehen. Ja, genau. Okay. Sobald wir so ein, zwei Wellen gut gemacht haben... Alter, was läuft denn hier ab? ...können wir eben diese Schlüssel benutzen. Alter. Und die Dinger wieder deaktivieren. Okay. Juhu! Special Feature! Ja, das macht doch mal wieder richtig Spaß. Als kleine Entschädigung. Ja. Guck mal, hier Ankerschloss. Jetzt können wir eins zerstören. Also ich hier zumindest. So, eins ist kaputt. Okay. Das ist jetzt so eine ganz klitzekleine Entschädigung für die gestrige ausgefallene Folge. Ja, ja. Und hier ist noch einer. Den können wir auch machen. Machen wir den mal zu. Ja, okay. Ankerschloss zerstören und... Alles klar. Ihr Sterbliche, ihr denkt wohl, ihr hättet gewonnen. Los, meine Sklaven, zerstört sie. Jetzt weiter. So, jetzt kommen noch mal so zwei richtig fiese. Und wenn wir die kaputt haben, dann sollte es gut sein. Okay. Oder, naja, zwei, drei. Naja, zwei, drei, acht, 16. Aber das sollte doch hier überhaupt gar kein Problem darstellen. Auf keinen Fall. Liegt aber wie geht's dir? Was? Wie geht's mir? Ja, ich dachte nur, ne? Nicht, dass sie hier wieder... Nee, mir geht's ganz gut. Ja, läuft. Mir geht's ganz gut, ich kann nicht klagen. Und selber? Ja, läuft. Abgeschlossen, der Dolmen von Daenseed. Klar doch. Dolmen sind quasi hier diese Dinger, wo die Anker runterkommen. Kann man... Ja, die heißen halt Dolmen. Mist, und wie du siehst, haben wir die auch auf der Map. Ja, dieses Sturmsymbol quasi, der Dolmen von denen seht. Okay. Ja, daran sehen wir, da ist ein Anker. Oder da könnte einer runterkommen. Okay. Ja, cool, das war aber... Ja, läuft. Haben wir doch gut gemacht. Läuft, nächsten Anker. Aber leider, die kommen ja immer nur sporadisch, ne? So habe ich die das... Die kommen nur sporadisch. Also hier wird irgendwann demnächst wahrscheinlich... Oh, hier steht noch eine Truhe. Eine Truhe? Oh, Tatsache. Ne, die wir... quasi als Belohnung bekommen. Jute, klar. Ich nehme erstmal alles mit. Ja, ja, ich auch. Ach so, nee, das war... Die spawnen... Sporn. Spawnen sporadisch auch immer wieder. Okay. Der hier. Ne, der wird auch irgendwann wiederkommen und wir können den nochmal kaputt machen, aber ich sag mal so, fürs Erste haben wir den hier erstmal abgeschlossen. Okay. Ich glaube, wenn wir den auch nochmal quasi kaputt machen würden, dann würden wir auch keine Belohnungstruhe kriegen. Ach so, okay. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ne, weil wir den quasi schon einmal haben. Ja. Und bevor du jetzt weiterrennst, würde ich immer gerne gucken, was ich hier aufgesammelt habe. Das sah nämlich ganz gut aus. Ja, ja, mach mal. Ich mach mal hier weiter. Ja. Ich hab doch keine Zeit. Oh, ich hab hier einen Ring aufgesammelt, der vielleicht was für dich ist. Ja, was, Ring des Schröters? Ring der Sonne habe ich hier. Okay, ich hab Ring des Schröters. Meiner macht 133 Magika-Regeneration und erhöht die Magika um 800. Okay, was habe ich denn aktuell? Was? 133 Magika, sagst du? Und? Ja. Und was war das andere noch? Also Magika-Regeneration, die 133 und nochmal 800 Magika insgesamt drauf. Okay. Auf das, was du jetzt hast. Ah, ne, ich habe hier einen mit 700, erhöht maximale Magika um 770 und 760. Und, ne, ich kann's behalten. Ich guck mir nochmal kurz die Jute-Beine-Kleider an. Ich nehme die jetzt einfach mal, weil ja, laut seiner Aussage doch die leichte Rüstung für mich als Magier doch besser geeignet ist als du die mittlere Rüstung und auch als die schwerere Rüstung. So. Atme nicht vergessen, nicht, dass du dir gleich vom Stuhl fällst. Ach, guck mal, hier, steht im schnellen Wasser, hier ist er doch. Ja, ja, ich weiß, aber... Leider nicht mehr so lebendig, so wie es aussieht. Ach, Quatsch, der tut nur so. Der Körper des Argons zieht sich gerade ab. Was? Hat er... Was?
Ach, hier ist ein Gegner gespawnt. Ja, ich war jetzt gerade bei der hat die ganze Zeit an dem Typen geknabbert. Das sah so aus. Hä? Bei mir war er eben noch nicht da. Ich frag mich gerade, war der letzte Alit auch so schwer? Weiß ich gar nicht, glaub nicht. So, dann gucke ich mir jetzt mal. Oh, uralte Schriften. Dann gucke ich mir erstmal die uralten Schriften an. Nee, das ist eindeutig wieder viel zu viel Text. So, also, jetzt gucke ich mir das mal an. Seht im stillen Wasser. Nein, steht im stillen Wasser. Der Körper des Agonias kühlt sich gerade ab. Die Leiche untersuchen. Jetzt kann man sie ja anfassen. Jetzt wirst du nicht mehr so heiß. Ja, genau. Steht im stillen Wasser, scheint von einem Alit aufgeschlitzt worden zu sein. Sein Dolch steckt noch in der Scheide und trägt ein auffälliges Siegel am Heft. Den Dolch nehmen. Okay, abgeschlossen und sprecht mit Schuld Raschi beim Hof nahe Kragenmoor. Oh, lass mal auf die Map gucken, wo der ist. Ja, hab ich mir gerade auch. Hier. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt was anderes. Weil der ist doch sehr weit weg. Oh, ja, da hast du recht. Was ist denn die Unerschrockenen war die Pilzhöhle? Die Unerschrockenen war auch weit weg. Ein Freund in Nöt ist auch Tochter der Riesen. Ja, genau, machen wir doch Tochter der Riesen. Tochter der Riesen können wir machen, das ist Hauptquest und das ist ja auch noch in der Nähe, ja. Ja, weil das, ne, was die, weil alles andere ist am Popo der Welt. Ja, das stimmt. Nee, dann machen wir das doch. Machen wir doch so. Wow, dann machen wir heute ein bisschen Hauptquest wieder. Oh. Ah, der Alit geht nämlich leichter. Dann war das wahrscheinlich gerade ein Special. Das war ein Boss-Alit. Oh. Ein Boss? Boah, ich würde jetzt so gerne wieder so ein Champion besiegen. Wir könnten mal gucken. Hier, siehst du das auf der Map? Hier, die Armatur der inneren See? Armatur. Ja, hier, dieses Fackelsymbol. Ja. Da könnten wir mal hingehen. Das ist, genauso wie das Schiffbruch Strand. Ne, das sind so quasi so. Ja, Minen mit, wo am Ende ein größerer Boss steht, okay. Zum Beispiel. Hingehen. Oder hier der Strand ist halt, ne, da waren wir eben schon. Der wird uns, bevor du jetzt dahin rennst, warte mal. Was denn? Wird der Strand dir auch noch schwarz angezeigt? Hier der Schiffbruchstrand? Dieses Totenkopf-Symbol? Ja, ist noch schwarz, ja. Da können wir da auch nochmal hingehen. Das bedeutet im Grunde genommen, dass wir die Bosse, die waren ja eben schon tot, das waren diese großen Krabben. Okay. Dass wir die quasi nochmal kaputt machen können und dann haben wir den quasi einmal komplett erforscht. Ja gut, dann machen wir das dann, doch. Weil der ist hier vorne gleich, dann können wir da nicht nochmal hinrennen. Ja, dann machen wir das doch. Du hast hier auf jeden Fall den Überblick. Also die jetzt hier platt machen. Ah, da ein Schalenknacker, jawoll! Genau. Juhu! Mein Wunsch geht in Erfüllung. Und irgendwie machen wir den überhaupt keinen Schaden. Doch, denn wir machen dem genauso viel Schaden wie letztes Mal dem Champion. Ja, das stimmt. Ja, also. Ich wollte gerade sagen, so irgendwie. Ja, so vom Gefühl her ist das genauso viel Schaden, wie wir das letztes Mal auch gemacht haben. Und jetzt sind wir ja hier quasi zu dritt unterwegs. Uns hilft jemand. Alles cool. Warum leuchte ich denn grün? Weil der Typ uns halt mit seiner Fähigkeit, so wie es aussieht. Okay. Ich werde hier von kleinen Babys angegriffen. Hilfe! Ich halte mich gerade viel zu sehr mit den Babys auf. So. Und was ist mit deiner Energie los? Wie? Warum? Ach so, weil... Ich nehme nicht so viel. Alles gut. Dann wurde mir gerade so viel... ich muss gerade kurz meine Mana wieder aufladen, habe ich gerade mal gesehen. Der Typ heilt mich zum Glück immer, wenn ich das Vieh trifft, von daher. Okay. Geht das gerade ganz gut. Ja, guck mal, wir haben doch schon fast. So ein Drittel haben wir. Ja, aber sowas wollte ich haben. Cool. Darauf habe ich jetzt voll Bock. Boden, haut drauf. So, jetzt kann ich hier wieder mit meinem Mana schießen. Das nimmt zumindest ein bisschen was weg. Euer Ziel ist immun. Da machst du dem da keinen großartigen Schaden. Doch, ich mache ihm schon Schaden, aber die Zusatzeffekte. Die Elementareffekte, ne? Ja.
So, schieße ich mal. Ich weiß es doch, komm schon. Hinter vor dir, rechts, daneben, links. So, und. Kombi! Kombi! Nicht? Ja, kann ich auch machen. Bam! Ja, guck mal, da liegt er auf der faulen Haut herum, die blaue Sand. Nee, der Schalenknacker, so hieß der. Der Schalenknacker. Ja. Komisches Beifiech, was er hat. Hm? Wo ist er? Seh dich. Ach so, bei mir wurde schon vorher angezeigt, wo der auftaucht. Von daher wusste ich's einfach. Ja, das läuft doch. Ja, natürlich. Siehst du, der ist doch schon fast erledigt. Aber es wird nicht genau angezeigt, wie viel Schaden man macht, ne? Nee, nicht so wirklich. Schade eigentlich, aber gut. Da, weiter drauf. Kann ich es einfach gedrückt halten? Ja, ich kann es gedrückt halten, aber dann passiert nichts. Ich würde nur gerne wissen, ob ich überhaupt Schaden mache. Oder ob das alle anderen sind. Ja! Platt gemacht! Ja! Ne, siehst du, und jetzt haben wir abgeschlossen, der Schiffbruch. Alles klar, großer Seelenstein, alles genommen. Rang 13 bei schwerer Rüstung erreicht. Wo habe ich denn noch eine schwere Rüstung? Muss ich gerade mal kurz schauen. Ich habe einen netten Stab vielleicht hier. Froststab des Schröters. Bitte was? Boah, ja. Ich habe einen netten Stab für dich. Willst du mal schauen? Ja, der ist hart und frostig. Boah, dann würde ich ehrlich mal damit zum Arzt gehen. So, was habe ich denn jetzt hier für ein Inventar? Das will ich doch hier gar nicht. Wo will ich das denn? Tagebuch, Inventar, hä? Bin ich denn doof? Da ist es doch. So. Waffen. Ich habe einen Dolch gefunden. Doof. Ja. Was habe ich denn hier noch gefunden? Behandelte Quarma-Beinschützer. Okay, undurchdringlich maximale. Ja, erzähl mal, was das für ein Stab ist. Der Froststab des Schröters macht normalen Schaden 1084. Ja, okay. Verursacht 1544 Magieschaden und stellt 700 Leben wieder her. Und erhöht die physische Resistenz und Magieresistenz um 4740. Meine Güte. Ich würde mal sagen, das hört sich ganz gut an. Ist im Prinzip gekauft, ja. Das Blöde ist. Der gehört auch zu einem Set. Ja. Zum Set Schröterpanzer. Okay. Falls du da habe ich auch den Ring zu. Falls du den auch haben möchtest. Weil Gegenstände aus Sets ergänzen sich dann und, ne? Eben, was habe ich denn? Ich habe einen Eisendolch, den kann ich dir gerne geben, aber der ist total scheiße. Ahornschild, Beinkleider der Sonne, maximale Magika, Eisenhaube. Ich habe leider nichts Gutes. Den hatte ich noch. Ich. Doch nicht. Dann habe ich mich mit dem Ring des Schröters vertan. Dann war das der andere hier. Aber der gefällt dir ja vielleicht trotzdem. Ja, aber den Ring der Sonne habe ich ja selber. Ach, den hast du selber. Nee, oder? Warte doch mal, danke schön. 133, ja, lohnt sich nicht, kannst du behalten. Aber den Froststab des Schröters nehme ich ganz gerne. Ja, dann nehmen wir, dann tauschen wir doch mal. Genau, dann wechsle ich mal von Eiswaffe, von Feuer auf Eis. Ja, ja, obwohl der, wie gesagt, den Lebensentzug hat. Ne, da machst du wahrscheinlich keinen Eisschaden, aber du machst generell natürlich. Das werden wir sehen. Ne, doch, macht Frost. Frost. Ja, geil. Cool. Ja. Nächster Big Boss. So, ja, hier, Armatur der inneren See. Ganz genau. So ein bisschen fast in die Richtung, oder? Naja, eigentlich nicht, aber ist ja egal. Hör doch, hier jetzt Berg hoch und dann passt das doch. Ja, ja, doch, das scheint hier oben direkt zu sein, irgendwo, ne? Okay, ich merke auf jeden Fall, dass ich mit meiner Magie eindeutig viel, viel, viel mehr Schaden mache, als es mit meinem Zauberstab irgendwie möglich ist. Ja. Ne? Also ich stehe davor. Wo rennst du lang? Du kommst von der anderen Seite. Alles ja, klar. Ja, genau.
Dann, ach hier, und wie du hier siehst, diese Rohre und sowas, das und das Tor, das sieht ja auch so ein bisschen special aus. Ja. Das sind das ist quasi eine Mine des untergegangenen Volkes der Dwemer. Ah, die Zwerge. Die Zwerge, genau, die waren halt hochtechnisiert, gibt's nicht mehr. Ja, genau. Und dann gehen wir da doch mal rein. Und dementsprechend laufen hier als Feinde auch ganz viele so Roboter in der Art rum. Ja, so kleine, große. Genau, das sehe ich ja jetzt auch in dem Bild, das mir gerade so gezeigt wird. Dieses schöne Artwork. Ja. Okay. So. Ja, super, ja. Und in der Regel findest du hier ganz gute Waffen und sowas alles. Okay, dann schauen wir doch mal. Da geht's. Oh, das ist ein vogelfreier Schütze. Oder so. Ja. Hä? Zaubern? Hä? Was? Ist er gesprungen? Ja, hat er gedacht, kann er ausweichen hier. Kriegt, hat er erstmal direkt einen Baseball auf den Hinterkopf bekommen. So, weiter geht's. Ja, da steht gleich der Nächste. Wo ist eigentlich mein Hund? Da ist er. Das ist ein Hund? Ja, das ist ein Hund. Hund auf zwei Beinen. In dieser Welt ist das ein Hund. Ha! Was für ein Trottel. Ich hab das Schild hochgerissen. Schwachkopf. Ah, genau. Nein. Falscher Knopf. Ah, jetzt ist es schon tot. Ah, hier kommt hier das Ding war auf jeden Fall so eine Apparatur, die uns angreift. Gehen wir jetzt da runter oder auf der anderen Seite? Ist wahrscheinlich egal. Ist wahrscheinlich egal, aber... Wir können ja einfach mal auf die Map gucken. Wir kommen... Ja, wir können da ja gleich auch nochmal rumrennen. Ist das... Ja, genau. Auf jeden Fall, weil wir hier doch bestimmt noch Sachen finden können, die wir einsammeln könnten und dann auch möglicherweise verkaufen könnten. Genau so sieht's aus. Ja. Hey, guck mal, diese Vogelfreien, die haben sich hier eingenistet. So sieht's nämlich aus. Eingenistet? Ja. Findest du? Ja, sonst würden die nicht alle so rumrennen. Was ist, wenn die sich verlaufen haben und nicht mehr nach Hause kommen? Ja, das ist natürlich auch möglich. Ihre Eltern schon irgendwelche Klanbands auf den Weg geschickt haben, um herauszufinden, wo ihre kleinen Jungs abgeblieben sind? Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Nee, nicht so wirklich. Wenn du so direkt sagst, eigentlich nicht. So, dann haben wir das auch erledigt. Das sieht eigentlich ganz cool aus, aber wozu soll das dienen? Was? Das hier, dieses Rohr. Ah, das werden wir nie erfahren. Diese Zivilisation ist untergegangen. Doch, man kann das wahrscheinlich erfahren, wenn man Bock hat, die Sachen zu lesen. Einmal? Ja, die haben ganz, ganz viel mit Dampf und so gearbeitet. Ja, okay. Mit ihren, von daher. Also von daher, ja. Werden das wahrscheinlich Dampfleitungen sein. Ach, guck mal, da ist auch noch ein Gegner. Rang 19 bei dunkler Magie schon erreicht. Sehr schön. So, falscher Knopf. So, richtig. So, hier kommen wir her, ne? Wir müssen, glaube ich. Ja, genau. Hab mich hier etwas verlaufen. Hä? Warum ist der denn jetzt schon wieder da, dieser vogelfreie. Ja, irgendwas? Die spawnen recht schnell wieder. Ja, glaube ich auch. Aber die sterben auch sehr schnell, ne? Ja. Wir dürfen uns auch mal schnell wieder spawnen. Ja. Okay, komm. Wir haben. So, hier hinten gibt's, glaube ich, weiter, ne? Ja, und dann können wir quasi irgendwie, ich glaube, rechts oder so. Genau, rechts nochmal in das Gebiet rein. Ja. So, Kiste durchsuchen, Seegras, Guarana. Ne, hier ist so eine Dwemer-Sphäre. Ah, eine. Okay, cool. Die gibt's auch noch in groß, das wäre dann ein Dwemer-Koloss, vielleicht finden wir ja gleich noch einen. Ja, vielleicht ist er ja auch so Endgegner-technisch. Ja, das kann gut sein. Harakiri! Ach, das ist schön. Ich liebe, wenn viele Gegner da sind. Oh ja.
Mein erst, so kann ich meine Skills zeigen. Hä, was? Irgendwas benutzen? Was? Ach nee, durchsuchen. Dampfrohr. Dampfrohr benutzen. Da ist schon wieder falscher Knopf. Das gibt's doch. Hey. So, du hast schon das Dampfrohr benutzt? Ja, da war, war was drin. Quasi wie so eine Urne oder so, ne? Ah, okay. Grundrezept: eine... Trauben eingemachtes. Mmh, ist das lecker. Mmh. Oh, hier steht eine Himmelsscherbe. In der Ecke. Tatsache. Ich frage mich sowieso schon auch, wie viele wir da schon von übersehen haben. Ja, das ist eine gute Frage. Weil es ist ja schon sehr lang, also so gefühlt schon sehr, Alter, sehr lange her, ne? Kommt gar so eine ganze Horde raus. Ja, gibt ja auch was zu beschützen, ne? So. Ja, cool. Hier jetzt schon wieder Dampfrohr benutzen. Okay. Okay. Hm, vielleicht kann man ja, wenn man alle Dampfrohre benutzt hat, vielleicht passiert dann was Schönes, Tolles. Das sind, ich glaube, das sind nur Ablageflächen tatsächlich. Okay. So, wie? Das ist kein Buch, was ich mir nochmal hier durchlesen kann. Okay. Aber sieht schon schick aus. Aber dieser dunkle Magiezauber, aber der haut immer echt rein. Der macht bestimmt das 6-7-fache, glaube ich, gefühlt meines Stabes. Ja, ich benutze eigentlich auch nur meine Fähigkeiten. So. Ich hau da nur quasi in den Pausen dazwischen mal normal drauf. Ja. Oh, Dampfrohr. So, dann haben wir das auch erledigt. Ja, wir gucken uns einfach noch ein bisschen. Hier war doch noch ein Gegner, das habe ich doch gesehen. Ja, hier hinten steht noch einer. So, da hinten haben wir noch eine Dwemer-Sphäre. Ah, da, ne? Juhu! Yay, Rang 18 bei zwei Händer erreicht. Großer Dwemer-Krug. Dietriche, na immerhin. So, ja, und dann haben wir das hier, glaube ich, auch jetzt alles, oder? Hier lang, glaube ich, von da kommen wir, ne? Könnten wir gucken, ob hier hinten noch etwas Schönes ist, oder? Meine ich auf jeden Fall, dass wir von da kommen. Ah, hier ist eine Truhe. Die schließe ich mal auf. Truhe. Wo findest du denn schon wieder eine Truhe? Ja, hier hinter, du musst dich auch mal umgucken. Ich gucke mich immer um. Ich kann ja auch direkt die Gegner zu dir locken, wenn du willst. Ah, du machst das schon. Ach ja, natürlich. Ich kann aber Ahornstab der Flamme. Nichts leichter als das. Eine Malachitscherbe. Oh nein, ich habe eine Ratte getötet. Du Monster. Du Monster. Du vergreifst dich immer nur an kleinen Geschöpfen. Scheiße, die Ratte kann ich durchsuchen. Innereien, na klar. Hast du jetzt alles aus der Truhe mitgenommen? Ja, habe ich. Alles klar. War denn da was Schönes drin? War eine Malachitscherbe. Das ist quasi Material zum Schmieden und sowas alles. Ja. Halt so ein paar seltene Gegenstände. Okay. Die du fürs Handwerk brauchst, waren drin. Und ein bisschen Geld. War noch dabei. Aber das, was ich total feier, ist, dass man die Mana nicht immer irgendwie durch Getränke aufladen muss oder so. Ja, das ist schon, also kannst du. Ja, es gibt natürlich auch Mana-Tränke, aber wenn du eine gute Regeneration hast, dann läuft das eigentlich. Ja. Ne? So in Anlehnung an Final Fantasy oder so, weil da musst du dann deine, ich weiß gar nicht, wie das genau bei Final Fantasy heißt. Kommt zurück! Der haut einfach ab, das gibt's doch nicht. Was für ein... Hä? Oder dreht das Ding durch? Oder... Ach nee, das war so ein Schwärmer. Ein Schwarmer. Ja. Ein Schwarmer. Genau. Schwarmer. Ach so, aus den Dampfrohren kommen die kleinen Viecher. Genau, da kommen die Viecher raus.
Okay. So, jetzt aber hier weiter geht's. Ja. Oder erstmal zurück. Oder erstmal zurück? Ja, nö, das kriegen wir noch hier hin. Zerrissene Notiz. Alles klar, habe ich genommen. Oder gelesen, oder so. Obwohl, nee, die kann man sogar noch vernünftig lesen. Ich sage es euch, in diesen Ruinen gibt es ungezählte Schätze. Wir könnten sogar die Automaten zerstören und ihre Teile verkaufen. Schleppt alles, was ihr könnt, zurück ins Versteck. Wir lassen keine einzige Schraube zurück. Gezeichnet Zendrin. Mhm. Na dann. So, waren wir hier überall? Da waren wir noch nicht, ne? Da hinten, da können wir genau da die Richtung. Ja, ja, genau, da wollen wir jetzt hin. Genau, zum großen Areal. Ja. Welches ganz viel Spielspaß und Abenteuer beinhalten wird. Wuhu! Einfach hier alle Zahlen drücken, die irgendwie auf meiner Tastatur zu finden sind. Ja, ja. Mensch, die Technik benutze ich auch. Ja, ist doch wahr, oder? Ja, ja. Alles andere macht doch keinen... Also, ja, ich mach's schon mit ein bisschen Sinn und Verstand, aber nicht viel Sinn und Verstand. Aber immerhin ein bisschen. Wo langt denn jetzt da lang? Ach, dahinter ist doch dann bestimmt vielleicht eine Truhe möglicherweise. Ja. Wenn der da schon so alleine steht und hier irgendetwas bewacht. Nee, ja, nur ein paar Krüge. Ja, super. Ne? Dwemer-Topf, Dietrich. Leer, ohne. Ein Dietrich war drinne. Was haben wir da noch? Ein Dietrich war drinne. Und wieder ein Dwemer-Zahnrad. Mhm. Mhm. Kannst du verkaufen, hat keinen besonderen Wert. Leider. Fehlen nur noch, dass hier ein paar Dinos rumlaufen. Das sieht hier so ein bisschen so zu Jurassic Park, Jurassic World. Ja. Au! Ich wollte mich hier umgucken und werde abgeknallt. Das darf hier wohl nicht wahr sein. Ups. So. Na, für die beiden hätte ich es vielleicht nicht nutzen sollen, aber egal. So, komm, ich will jetzt hier einen dicken Gegner haben. Vorausgesetzt, hier ist einer. Ja, schauen wir mal. Deine leeren Versprechungen. Aufteilen. So, weiter geht's. Ach, da in der Ecke stand auch noch einer. Ja, ja. So, hier wieder richtigen Knopf drücken. Ich gehe jetzt dahin, wo das Licht ist. Ach Gott. So, gleich haben wir's. Jawohl. Komm schon. Ein Lutz. Ach, so. Nichts. Nox, du hast gesagt, hier kommt ein Gegner. Hab ich gar nicht. Doch. Wir haben eine Himmelsscheibe gefunden, das müsste reichen. Ja, das ist wohl wahr. Da kann ich dir erstmal grundsätzlich nicht widersprechen. Bin ich denn nicht auf dem richtigen Weg? Nee, da geht's ja wieder zurück. Hä? Ja, da geht's wieder zurück. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelatscht und hier war nichts. Ja, nur, wir können ja mal hier hochgehen. Nur ein bisschen Gegnergeschnitze. Der ist ein bisschen schwieriger hier. Der Zentro. Ne, Zuzosaurus. Oder genau. Zuzu. Was? Zuzu. Genau der. Zuzu. Ey, jetzt wollte ich es zu Ende lesen. Siehst du? Jetzt haben wir es auch geschafft. Das war der große Gegner von hier. Das war der große Gegner, von dem du schon die ganze Zeit widersprichst, oder was? Ja, in der Regel gibt's irgendwie so einen in den Dungeons, der halt ein bisschen schwieriger ist. Zuzu. Das war halt der hier. So, jetzt haben wir's. Zuzu-Zeterus heißt er. So. Zuzu-Zeterus. Zuzu-Zeterus. Wie Sasa-Sasa-Gabor. Ja, genau.
Ja, dann können wir auch schon wieder den Weg zurück antreten, ne? Ja, hier oben ist nichts weiter. Nö. Ja, ne? Okay, jetzt bin ich nur kurz am Überlegen. Laufen wir jetzt einmal noch kurz raus. Ne, wir machen Folgendes. Wir machen Folgendes. Und zwar nämlich, in der nächsten Folge findet ihr uns wieder aus... draußen aus der Höhle. So macht das, glaube ich, Sinn. Draußen aus der Höhle. Ja, genau. Draußen aus Höhle. Nächste Folge, du sehen. Wuhu! Juhu! Super! Und damit bedanken wir uns auf jeden Fall recht. Oh, der ist wieder da. Moderiere ich einfach ab, während wir den hier einfach nochmal platt machen. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs... Sag mal, was ist das denn für eine Lusche? Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen bei der heutigen Folge von Let's Play The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited mit euren Gabrosaro und dem lieben Nox. Und wir hoffen einfach, dass das in der nächsten Zeit wieder mit der Technik ein bisschen besser funktioniert. Und wir uns auch ein wenig besser zeitlich absprechen können, so dass kein Leerlauf entsteht. Ja. Genau. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.